sogenannte 3G-Regel und der sogenannte grüne Pass ein paar Überlegungen und Daten vorstellen, und zwar aus verschiedener Perspektive. Ich darf vorstellen den Dr. Zeger von der ARGE Daten, der diese Regelungen und diese Verordnungen aus Datenschutzsicht und Datenschutzüberlegungen interpretieren wird. Ich darf vorstellen den Dr. Michael Brunner, einen Rechtsanwalt, der diese Regelung aus, insbesondere aus, nicht nur aus juristischer, sondern aus verfassungsrechtlicher Sicht präsentieren wird. Er hat diesbezüglich schon einige Beschwerden beim Verfassungsgerichtshof eingereicht und auch erfolgreich einige aufgehoben, einige. Und ich darf noch vorstellen den Professor Schubert aus Innsbruck, der geplant gewesen wäre, noch aus immunologischer, gesundheitlicher Sicht die Auswirkungen dieser Verordnungen vorzustellen. Er konnte heute leider aus geografischer Distanz nicht teilnehmen, aber Sie finden in den Unterlagen ein Statement von ihm, und er steht grundsätzlich für Rückfragen natürlich zur Verfügung. Und ich darf dann auch zum Schluss noch einige medizinische Überlegungen zu den aktuellen Verordnungen vorstellen. Als erstes, glaube ich, ist der Einstieg einmal wichtig, der juristische und Verfassungsaspekt. Dr. Brunner wird das vorstellen und ein paar Dinge dazu sagen, die leider in dem öffentlichen Diskurs nicht oder nicht in diesem Ausmaß vorkommen und diskutiert werden. Mein Name ist Dr. Michael Brunner. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin seit ungefähr 29 Jahren selbstständig tätiger Rechtsanwalt in Wien. Ich habe mit drei weiteren Kollegen am 11.10. des letzten Jahres die Rechtsanwaltsgruppe Rechtsanwälte für Grundrechte, Anwälte für Aufklärung gegründet. Unser Ziel war und ist es, die Bevölkerung aufzuklären, die zuständigen Stellen aufzuklären über die Rechtslage und vor allem die Bevölkerung zu schützen vor willkürlichen und unverhältnismäßigen Corona-Maßnahmen. Wir sind in kürzester Zeit gewachsen. Wir werden immer mehr und mehr Rechtsanwälte. Wir sind heute über 40 Rechtsanwälte, haben dann ungefähr 10 weitere fachlich besonders qualifizierte unterstützende Mitglieder, wie beispielsweise Professoren. Und wir sind vernetzt mit Europa, wir sind vernetzt auch mit Übersee. Wir arbeiten zusammen mit meinem Kollegen Dr. Füllmich aus Deutschland, mit den Anwälten für Aufklärung in Deutschland. Zu unserer Gruppe zählen Mitglieder aus Slowenien, Kroatien, Arizona. Wir sind auch in Kooperation mit der Vereinigung Children Health Defense von Robert F. Kennedy. Wenn ich Ihnen zunächst, und das war die an mich herangetragene Bitte, einen Rückblick geben darf über die Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes. Der Verfassungsgerichtshof hat beginnend mit dem letzten Jahr in 25 sogenannten Corona-Verordnungen wesentliche Bestimmungen als verfassungswidrig aufgehoben. So beispielsweise mit 14. Juli 2020 die Differenzierung zwischen den Bau- und Gartenmärkten und anderen großen Handelsbetrieben. Damals gab es die Einschränkung, dass Handelsbetriebe, die eine Quadratmeterfläche von unter 400 Quadratmeter hatten, aufsperren durften, andere darüber nicht. Aber ein Bau- und Gartenmarkt, der auch eine Fläche haben konnte von 1000 oder 2000 oder mehr Quadratmetern, durfte aufsperren. Diese Regelung war gesetzwidrig. Weiters gesetzwidrig war das allgemeine Betretungsverbot an öffentlichen Orten. Das heißt, die gesamte Bevölkerung wurde ab 16.03.2020 eingesperrt und der gesamte erste Lockdown war gesetzwidrig. Weiters aufgehoben wurde dann das Betretungsverbot für Gaststätten. Hier habe ich eine Anfechtung eingebracht, die erfolgreich gewesen ist. Weiters das Verbot bei Veranstaltungen mit mehr als 10 Personen war gesetzwidrig. Die Maskentragepflicht an öffentlichen Orten in geschlossenen Räumen war gesetzwidrig.
Ebenso gesetzwidrig war der Mindestabstand in der Gastronomie zwischen Tischen von einem Meter. Das Verbot, Besuchergruppen mit mehr als 4 Personen einzulassen, wenn diese nicht im gemeinsamen Haushalt leben. Eine weitere Anfechtung, die mich betroffen hat und die erfolgreich verlaufen ist, war die Aufhebung der Sitzreihenregelung bei Fahrgemeinschaften und im Gelegenheitsverkehr, insbesondere bei Taxis und taxiähnlichen Betrieben. Zusätzlich aufgehoben wurde die Maskentragepflicht in Taxis und taxiähnlichen Betrieben. Eine weitere Aufhebung betraf das Betretungsverbot für Sport- und Freizeitbetriebe. Erfolgreich verlaufen ist auch eine weitere Bekämpfung der Wiener Kontakttracing-Verordnung aus September letzten Jahres. Hier wurde durch den Verordnungsgeber seinerzeit normiert, dass jeder, der eine Gaststätte betritt, sich registrieren lassen muss und der Betriebsinhaber verpflichtet wäre, wenn die Behörde die Auskunft verlangt, die Daten weiterzugeben. Diesen schwerwiegenden Grundrechtseingriff hat der Verfassungsgerichtshof nicht gebilligt. Es gab dafür keine Begründung im Verordnungsakt. Wesentlich bei all diesen Aufhebungen war, dass im Verordnungsakt sich keine Dokumentationen befunden haben, keine Studien, keine Gutachten, warum diese Maßnahmen gerechtfertigt sein könnten. Die Verordnungsakte waren leer. Der Verfassungsgerichtshof hat wiederholt in seinen Begründungen festgestellt, es ist aufzuheben, ein Verstoß gegen das Legalitätsprinzip liegt vor, weil es der Verordnungsgeber gänzlich unterlassen hat, aus welchen Gründen und Erwägungen er zu diesen Maßnahmen gelangt ist. Nichtsdestotrotz hat die Regierung ständig wiederholend neue Verordnungen erlassen in immer kürzeren Abständen und sich um die Rechtsprechung des VfGH nicht gekümmert. Der VfGH hinkt in dem Sinne immer rund 6 Monate hinten nach. Es gibt eine neue Verordnung, wenn bereits eine alte Verordnung aufgehoben wird. Was bedeutet das nun für geschädigte Personen? Jeder, der geschädigt ist, und das habe ich bereits in einem Video im Oktober 2020 deponiert, hat Schadenersatzansprüche gegen die Republik Österreich nach § 1 Amtshaftungsgesetz, weil er geschädigt ist durch eine rechtswidrige und schuldhafte Maßnahme eines Organs der Vollziehung. Das heißt, jeder, der Schaden erlitten hat, weil er seinen Betrieb schließen musste, jeder Gastronomiebetrieb, jedes Fitnesscenter, jeder Handelsbetrieb, kann den dadurch erlittenen Schaden gegen die Republik Österreich anhängig machen. Es werden in nächster Zeit sicherlich eine große Anzahl an Amtshaftungsprozessen folgen. Was ist nun der Ausblick? Es sind derzeit ungefähr 400 Beschwerden beim Verfassungsgerichtshof zur Entscheidung anhängig. Ich habe heute der Homepage entnommen, dass bereits Entscheidungen getroffen worden sein sollen. Also ich rechne in Kürze mit weiteren Aufhebungen. Ich selbst habe noch eine Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof anhängig, die betrifft die Sinnhaftigkeit oder Sinnlosigkeit des PCR-Testes. Da ging es darum, dass im November letzten Jahres das Personal in einer bettenführenden Krankenanstalt sich ein- oder zweimal auf SARS-CoV-2 testen lassen musste. Es sind auch noch weitere Beschwerden anhängig von Kollegen unserer Rechtsanwaltsgruppe, beispielsweise umfassend die Maskentragepflicht betrifft eine Verordnung aus September letzten Jahres. Was wäre nun der Wunsch und die Bitte an den Verfassungsgerichtshof, dass solche Rechtsbrüche nicht mehr in dieser Intensität vorkommen können? Der erste Wunsch wäre ein Vorabprüfungsverfahren durch den Verfassungsgerichtshof. Wenn es zu grundrechtseinschränkenden Maßnahmen in Verordnungen kommen soll, sollte der Verfassungsgerichtshof die Möglichkeit haben, vorab eine solche Verordnung zu prüfen. Es sollte, so wie es auch in Deutschland vorgesehen ist, Eilverfahren geben, so dass eine Entscheidung innerhalb von 14 Tagen gefällt werden kann. Vergleichbar mit den einstweiligen Verfügungen bei Gefahr im Verzug, wenn unwiederbringlicher Schaden droht im Privatrecht bzw. in der Zivilprozessordnung und Exekutionsrecht.
Eine weitere Forderung an den Verfassungsgerichtshof wäre auch, dass Landesverwaltungsgerichte, wenn sie der Ansicht sind, dass eine Bestimmung in einer Verordnung oder einem Gesetz verfassungswidrig ist, diese nicht anzuwenden haben. Das würde heißen, dass bis der Verfassungsgerichtshof diese Bestimmung dann überprüft hat, der Antragsteller klaglos gestellt wäre. Heute besteht nur die Möglichkeit, dass das Landesverwaltungsgericht das Verfahren unterbricht und seine Bedenken dem Verfassungsgerichtshof mitteilt. Und dann müssen wir wieder damit rechnen, dass ungefähr 6 Monate oder mehr bis zu einer Entscheidung vergehen werden. Die derzeit kolportierte 3G-Regelung, die ja auch angefochten wurde bereits und auch noch angefochten wird von uns Anwälten unserer Anwaltsgruppe, halte ich für grundrechtswidrig. Es ist ein Grundsatz, dass niemand sich frei zu beweisen braucht. Es ist ein Rechtsgrundsatz, dass derjenige, der etwas behauptet, es auch beweisen muss. Es gilt der Rechtssatz, dass negative Tatsachen nicht zu beweisen sind. Ich muss nicht beweisen, dass ich nicht krank bin. Notorische Tatsachen bedürfen ebenso keines Beweises. Wir dürfen voraussetzen, dass Personen, die sich in der Öffentlichkeit bewegen, gesund und nicht ansteckungsgefährdet sind. Es wird hier die Rechtslage verdreht. Nicht derjenige, der Grundrechte in Anspruch nehmen möchte, muss beweisen, dass er einen Anspruch darauf hat. Der Staat, der diese Grundrechte einschränken möchte, muss den Beweis erbringen, dass diese Einschränkung unbedingt erforderlich ist, dass sie verhältnismäßig ist, dass sie die Ultima Ratio ist. Grundrechte sind uns angeboren. Bereits das ungeborene Kind genießt diesen Grundrechtsschutz. Grundrechte basieren auf dem Grundsatz, dass wir davon ausgehen, der Mensch ist ein würdevoller Mensch. Grundrechtseinschränkungen müssen sich immer orientieren an einer Gefährdungslage. Wir müssen fragen, wer ist gefährdet, wie groß ist die Gefährdung und welche Maßnahmen stehen zur Verfügung. Welche Maßnahmen sind verhältnismäßig? Wenn ich das nun umlege auf die 3G-Regelung und es ist die Sachverhaltsklärung zunächst eine medizinische Frage und wir müssen zunächst den Sachverhalt klären, um den Sachverhalt dann juristisch beurteilen zu können. Und derzeit geschieht es nämlich gerade umgekehrt. Es gibt eine rechtliche Beurteilung und ein Sachverhalt wird dann zurechtgebogen. Das ist methodisch verwerflich. Wenn ich nun die medizinische Faktenlage heranziehe und hier bitte ich den Herrn Dr. Fierler dann um sein Statement, dann wissen wir, dass der PCR-Test keine Infektion nachweisen kann. Das hat bereits die WHO bestätigt. Die WHO hat auch weiters bestätigt, dass der PCR-Test nicht für diagnostische Zwecke geeignet ist. Es darf eine Aberklärung nur durch einen Arzt im Rahmen einer gesamten klinischen Untersuchung erfolgen. Der PCR-Test ist dazu nicht geeignet. Das hat auch bereits das Landesverwaltungsgericht in seiner Entscheidung aus Frühling 2021 festgestellt, wo es ging um das Demoverbot der FPÖ. Die Impfung, die meines Erachtens keine Impfung ist, sondern die Verabreichung eines genbasierten experimentellen Substanzen. Diese Substanzen können nicht verhindern, dass sich jemand mit SARS-CoV-2 infiziert. Daher kann diese Substanz auch nicht verhindern, dass SARS-CoV-2 weiter übertragen wird. In diesem Sinne ist sie keine Impfung in einem klassischen Sinn. Sie kann maximal schützen vor einem schwerwiegenden Verlauf. Und wenn ich alleine das berücksichtige, ganz unabhängig von allen anderen rechtlichen Überlegungen, die ich noch kurz streifen möchte, kommt die Verpflichtung zu einer Impfung nicht in Frage. Ein solcher Impfzwang oder eine Diskriminierung, weil sich jemand nicht impfen lassen möchte, verstößt gegen die Resolution des Europarates Nummer 2361 vom 27. Jänner 2021. Der Europarat hat festgestellt, es darf niemand diskriminiert werden, der sich keiner Impfung unterziehen möchte.
Es darf niemand zu einer Impfung gezwungen werden. Eine Impfung darf nicht Voraussetzung sein für einen Berufsantritt oder für einen Zutritt ins öffentliche Leben. Es sind klare Worte, die der Europarat gesprochen hat und an die sich die Regierungen der Mitgliedsländer halten sollten. Diese genbasierten Substanzen wurden nur vorläufig zugelassen im Sinne der Verordnung Nummer 507 aus 2006, EU-Verordnung.